Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play No One Left in Heaven. Ich war ein bisschen schon unterwegs und gucken, ob ich noch irgendwo ein Seil aufgetrieben bekomme, aber nein. Ihr sprach von noch mehr Geld. Ihr seid zu früh. Erst nach der nächsten Abrechnung kann ich euch wieder einen Anteil geben. Wartet noch ein bisschen. Der geduldige Spieler siegt. Das ist lieb von euch. Wisst ihr, meine Monster sind mein An und alles. Sie stammen alle aus der Welt der NPCs. Hallo. Wie werde ich Arena-Meister? Ah, ich muss erst das machen, sonst kann ich erst gar nicht an die verrohten Spiele. Ah, das muss einem auch erstmal gesagt werden. Das ist Arena 1. Nein. Das war Arena 2. Dritte Arena. Achso, ich muss erst wieder eine zweite, da wieder etwas bewegen. Und dann kann ich erst weiter. Hallo. Zufallskampf. Hallo. So, Attacke. Attacke! Jetzt aber. Man merkt ein bisschen. Ganz ein bisschen. Geh noch mal weg. Crit. Yay. Jo, wir gehen. So. Dann gehen wir hier hin. So. Hier ist nochmal die Dämonenschlange. Und das war, glaube ich, effektiv. Attacke. Yay! So, dann gehen wir wieder raus. Yep. So, dann gucken wir, was die nächste Arena. Gefährliche Schattenwesen. Das klingt doch nach einer Aufgabe für mich. Oh, hier ist noch eine silberne Truhe. Ping! Sieht aus wie Quarz. Wer weiß dazu, wofür das gut ist. Gegner.
Ah, ein Gegner. Das hier soll ein Schattenwesen sein. Also. Ein Heiltrank. Versuchen wir es mal anders. Es hatte weh. Yep. So, jetzt geht es nochmal ausruhen. Da in dem Haus hier. Ja, das war das graue Haus. Ja, ja. Nee, wir bleiben drin. So. Und dann gehen wir nochmal gucken. So, das war die vierte. Das hier dann die fünfte. Na, okay, komm. Tret mal ein. Oh, der mit dem wehenden Haaren wahrscheinlich. Schick. Elementlos wird er ja nicht sein. Oh, das hat weh getan. Oh, was direkt nochmal. Und ein letztes. Der Dämonenkönig ist besiegt. Hol aus seinen Überresten das Meisteramulett, um Zugang zu den verbotenen Spielen zu erlangen. Du findest in den Überresten des Dämonenkönigs das Meisteramulett. Yay! Hä, wie komm ich hierher? Du hast mich entführt! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was? Ist nicht ganz die Umgebung, die du erwartet hast, was? Nun, bevor du mit dem Meisteramulett zum Gewesen gehst, möchte ich mit dir reden. Worum geht's? Ich habe eine Bitte an dich. Das Meisteramulett berechtigt dich, die verrotenen Spiele auszuprobieren. Sobald du das machst, wird eine Entscheidung von dir abverlangt werden, egal was passiert. Ich möchte, dass du ja sagst. Vertrau mir. Es ist extrem wichtig, dass du die nächsten Schritte gehst. Uns rennt langsam die Zeit davon. Du bist schon länger hier im Himmel, als ursprünglich vorgesehen war. Jetzt mach dich auf den Weg und spiele die verbotenen Spiele. Aber erzähl niemanden, dass wir uns hier getroffen haben. Das bleibt unser Geheimnis. Einverstanden? Ich habe mich schon nicht entschieden. Ich kann... Oh, jetzt ist er böse. Ich kann nur hoffen, dass du dich richtig entscheidest. Und jetzt sind fort mit dir. Ah, welche Ehre vom Meister, vom Arenenmeister, Arenameister angesprochen zu werden. Ich bin Arenameister, was nun? Nun dürft ihr auch die verbotenen Spiele im Casino spielen. Überlegt euch gut, ob ihr das auch wirklich wollt. Fangt ihr einmal an, gibt es kein Zurück mehr. Okay. Das heißt, am besten habe ich vorher alles gemacht.
Aber die Frage ist doch, wie kriege ich den Typen denn dazu, den Ring zu benutzen, den ich extra gekauft habe für ihn? Wir brauchen noch sein Seil. Und das einfach in der Kiste. Warum holt ihr nicht selbst? Ach, das war... Yeah. Seit eurer Hilfe letztens hat sich leider keine neue Hinrichtung ergeben. Schade. Ihr wollt, dass ich alle Fragen bei ihr Casino beantworte. Ja. Sobald ihr den Himmel durchgespielt habt, werde ich mit dem Einpflanzen der Samen beginnen. Vielen Dank nochmal. Die Dinge, die ihr mir gebracht habt, mögen auf den ersten Blick recht wertlos erscheinen, aber für mich haben sie eine emotionale Bedeutung. Ich könnte noch mal oben bei diesem komischen Haus gucken. Es steht euch nicht zu, auch nur irgendwas hier zu berühren. Du hast so tief hineingeschaut, wie du konntest, aber hast doch nichts außer Leere sehen können. Soll ich weitermachen? Soll ich nicht weitermachen? Hier ist ja auch noch die Truhe. Du hast das Eisrätsel gelöst. Hier deine Belohnung. Ein Aktivbogen. Es freut mich, ich würde aber gern zurück. Warum komme ich jetzt nicht zurück? Na. Du hast das Eisrätsel gelöst und mein Geld gestohlen. Ich will es sofort wieder haben. Wer das im Wege etwas findet, der darf es behalten. Selber Schuldkissen sind zu öffnen. Ja, komm hier. Sehr vernünftig. Du verlierst 100 Gold. Aber den Bogen habe ich noch. Eine wunderschöne alte Mühle. So. Ja, habe ich jetzt alles. Es fehlt nur noch der mit dem Regen. Der mit seinem Rätsel, aber das Rätsel kriege ich so oder so nicht hin. Dann dieses komische graue Haus. Aber gibt es dann wirklich kein Zurück mehr oder ist das so eine Floskel? Schwierig.
Diese Tat wird dein Karma positiv beeinflussen. Ich muss ein bisschen was mit Karma tun. Okay, dann speichern wir nochmal richtig. Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, das mit der Krabbe kriege ich noch nicht hin. Aber ansonsten... Ja, ich mache jetzt einfach mal Casino. Ich mache das jetzt einfach mal. Nein. Verbotener spielen. Spielen. Ihr habt es tatsächlich bis zu den verbotenen Schienen geschafft. Mein Glückwunsch. Wie ich versprochen, erhaltet ihr nun eine neue Aufgabe. Doch bevor es soweit ist, ist es an der Zeit, euch die Wahrheit zu sagen. Euer Aufenthalt im Himmel war nur ein Test. In Wirklichkeit lebt hier niemand. No one lives in heaven, sozusagen. Bäh? Es ging uns darum herauszufinden, ob ihr ein geeigneter Kandidat seid. Ein Kandidat, unsere echte Welt zu retten. Die Welt der NPCs ist in Gefahr und wir sind zwar auf vieles vorbereitet, doch letztlich ja nur auf das, was unsere Programmierung vorsieht. Und das, womit wir es nun zu tun haben, übersteigt nur unsere Programmierung. Sondern auch und die Vorstellungskraft unseres einzigen Programmierers. Der gesamte Himmel war dazu angelegt, eure Stärken und Schwächen zu eruieren. Ein Wort, das ich nie benutze. Und euch bei eurem regulären Problemlösungsverhalten zu beobachten. Nach reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ihr genau die richtige Person seid, um die Welt der NPCs zu retten. Seid ihr bereit und kommt mit mir, so dass wir eine Schlacht schlagen werden, die wir vielleicht nicht gewinnen können? Oder bleibt ihr hier an einem Ort, an dem eigentlich niemand lebt? Hier bleibt der Himmel schön. Ich wusste, dass ihr das sagen würdet. Wunderbar. Na dann, lass uns von hier verschwinden. Folgt mir. Ich werde uns jetzt zum Hub der 5 Kontinente im Interface des Spiels teleportieren. Von dort aus können wir dann zur Welt der NPCs rübersetzen. Doch seid vorsichtig, meine Teleportationsmacht kann auf unerfahrene Spieler ungemein mächtig wirken. Macht am besten die Augen zu, bis wir da sind. Hoppala! Das ist wohl schiefgegangen. So etwas ist mir auch noch nie passiert. Normalerweise kann ich das immer. Womöglich liegt es daran, dass ihr mir dabei zuseht. Bitte schieß jetzt wirklich die Augen und lasst mich nochmal probieren. Das sieht schon besser aus. Wenn auch noch nicht ganz richtig. Geh weg, blöde Fliege. Gleich haben wir es. Noch einen Moment Geduld. Ihr könnt gleich die Augen wieder aufmachen. Sieht herrlich bescheuert aus. Himmelende.
Kapitel 2. War nur Kapitel 1. Das Interface. Ja, ich glaube, es ist hier doppelt. Oder vielfach. Hätte ich mich vielleicht vorher heilen sollen? Ja, vielleicht hätte ich das. Vielleicht. Roter Quarz. Abwerfen. Benötigt Hammer und Meißel. Ja, ach man. Unbekanntes Objekt, identifizieren Sie sich. Wo bin ich hier? Was bist du? Ich bin Florinda. Ich bin der Lorekeeper. Mein Name ist Malden. Alles, was nicht ins Spiel gehört, wird von mir gelöscht. Eine Frage ist nun, gehören Sie in dieses Spiel? Um dies herauszufinden, muss ich scannen. Ich will keinen Scan. Da Ihre Identität nicht bestimmt werden kann, muss ich davon ausgehen, dass Sie unrechtmäßig hier sind. Ich werde die anderen Wartenden über den Infranet warnen. Die anderen Wartenden wurden jetzt gewarnt. Ah, schön. Da ist hier wieder das unbekannte Subjekt. Vielleicht sollen sie sich jetzt scannen lassen. Okay. Kennung unbekannt. Offensichtlich sind wir kein NPC. Das ist sehr verwunderlich. Die einzige Konsequenz ist, ihr seid ein Mensch. So etwas habe ich noch nie gesehen. Höchst interessant. Doch stellt sich die Frage, was macht sie hier? Ich will die Welt der NPCs retten. Die NPCs zerstören. Ich suche den grauhaarigen Mann. Wirklich, das ist ja herrlich. Davon muss ich unbedingt die anderen Wartenden erzählen. Die anderen Wartenden wurden soeben über ihr Vorhaben informiert. Sie können euch bei der Erfüllung eures Auftrags helfen. Ah, frischer Sauerstoff. Tor öffnen. Ja. Öffnung nicht autorisiert. Frei oder erforderlich. Ich führe euch in meinem Speicher als potenzieller Retter. Wie kann ich euch helfen? Wie ernte ich den Quarz ab? Ihr benötigt Hammer und Meißel, um Quarz abzuernten. Beides bekommt ihr bei den Wartenden. Wo finde ich die Wartenden? In der Zeit, die ihr für diese Frage abwendet, hätte sie ihr längst auf eigene Faust finden können. Durchstreift die riesige Areale. Dann werdet ihr schon auf sie treffen. Wie komme ich zur Welt der NPCs? Dumme Frage. Natürlich mit dem Zug. Stimmt, ich Trottel. Welcher Zug? Natürlich der Zug der zur Welt der NPCs. Ihr seid in der Tat ein wahrscheinlicher Mensch. Ein NPC würde nie solche absurde Fragen stellen. Sprecht mit den anderen Wartenden. Sie werden euch aufklären, wenn ihr tatsächlich nicht wisst, was der Zug ist. Ja, als erstes müsste ich mich rauslassen und dann müsste ich mal gucken, wie ich hier wegkomme. Alarm ausschalten. Hast du gerade den Alarm abgestellt? Nein, das habe ich nicht. Eigenartig. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Nee. Videofragment abspielen. Das ist doch nicht zu fassen. Wo ist Florinda? Es war deine Aufgabe, dass wir uns drei treffen. Uns rennt die Flight davon. Wir müssen alleine anfangen. Das ist deine Schuld. Mach das Tor auf. Warte auf mich.
Kreatur steht uns bei. Ernsthaft? Witze in unserer Situation? Roa ist das Einzige, was mich momentan am Leben hält. Hoffentlich treffen wir auf Florinda. Wir brauchen sie unbedingt. Ah, ich bin wahrscheinlich doch zu früh gegangen. Eins, zwei, drei. Warum nicht? Ah, 404. Geldautomat. Null. Traurig. Schrott. Holz. Na, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir doch gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye.